Ey, Leute. Leute, ich habe gerade Chipskrümel in meinem BH gefunden. Und das letzte Mal, dass ich... Chips gegessen habe, ist 2 Monate her. Ich bin besorgt. Aber war nicht schlecht. Viele Leute fragen mich immer, boah, wie kriegst du dein Leben so auf die Kette? Die Antwort ist, ich bin total abgefuckt. Einfach durch. Also hier für euch, Dinge, woran du erkennst, dass du total durch bist. Du denkst, ein Schokoriegel ist Abendessen. Du denkst, Eis ist Abendessen. Du denkst, Chips sind Abendessen. Du denkst, Salzstangen sind Abendessen. Du denkst, alles, was du nicht essen solltest, ist Abendessen. Du musst in den 2. Stock und hast die Wahl zwischen Treppe und Aufzug. Bing! Du rasierst deine Beine monatelang nicht und alles, was sie sagen, ist, ach, die ist halt so. Du rufst öfter bei Lieferando an als bei deinen Eltern oder bei deinen Großeltern oder bei deinen Freunden. Du willst unbedingt deine größte Liebe auf dein Handgelenk tätowieren und das ist nicht Love, Freedom, Peace und auch nicht der Name deines Sugar Daddies oder so, sondern Kentucky Fried Chicken. Du wäschst deine Wäsche erst, wenn du keinen Schlüpper mehr hast. Du schwitzt immer oder bist mindestens aus der Puste, wenn du irgendwo ankommst. Du bist verkorkst, wenn du beim Restaurant manchmal fragst, ob du auch das Kindermenü haben kannst. Scheiß auf den ganzen Schnickschnack, ich will Chicken Nuggets. Gib mir Chicken Nuggets, bitte. Du weißt, wie durch du bist, wenn du dieselben Sachen zum Schlafen auch zur Arbeit anziehst. Ich mach das so oft. Manchmal einfach BH drunter ziehen und dann, hier bin ich! Und auch dieses Ding hier ist da. Wundervoll. Du weißt, du bist durch, wenn du dir manchmal halt einfach Parfüm in die Haare sprühst, weil du keinen Bock hast, sie zu waschen. Du musst halt einfach damit klarkommen. Ich dachte mir so, komm, Mitte 20 sollst du dein Shit eigentlich mal together haben. Weißt du, stattdessen habe ich diese Woche allen erzählt, ich mache jetzt Detox. Und war dann 3x in 4 Tagen Burger fressen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mindestens genauso durch seid wie ich oder noch andere Sachen habt, zu viel Speichel. Wenn ihr das Video mochtet, gebt doch einen Daumen nach oben, abonniert außerdem mich auf allen anderen Social Media Kanälen. Wenn ihr nicht abgefuckt seid, ciao!